Moin moin, meine lieben Steam Deck-Freunde wieder draußen. Wieder herzlich willkommen beim Steam Deck-Checker, ich bin's, euer Fabian. Und heute schauen wir uns mal einen kleinen Indie-Twin-Stick-Shooter an, namens Scrappage. Und wenn ihr Interesse habt an Game Keys für Steam, dann schaut doch auch mal bei unserem Partner MMOGA rein. Ansonsten lehnt euch zurück und genießt das Video. Ja, liebe Freunde, heute gucken wir uns mal Scrappage an, oder Scrappage, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Bin mal gespannt, ist auch so wieder ein kleinerer Indie-Titel, den ich mir jetzt mal wieder anschauen werde. Danke an den Entwickler für die Bereitstellung dieses Keys. Ich hoffe, im Gegensatz zu den letzten beiden Videos, ist das Ganze auch mit dem Gamepad steuerbar. Ansonsten haben wir mal eine richtige Failed-Trilogie quasi von den letzten drei Spiele-Videos von mir. Das gucken wir mal. Was geht denn hier? Oh, jetzt der Analogstick läuft schon mal. Wir machen mal normal. Use your hand as God intended. Ja, machen wir doch. Welcome to Scrappage. I'm the Junkbot and I will help you with the adjustments. Let me show first around. You earn experience for killing monsters with no XP. You can unlock powerful perks here. Available scrap is your only current nowadays. Das ist so ein bisschen postapokalyptisch angehaucht. Look out for it. Monster droplets and cheats sometimes. Hold a good amount. This is your body after 30 years of slavery. Ja, so sehe ich schon nach 20 Jahren Ehe aus. It's worn out, but with the right upgrade, it can be turned into an absolute killer machine. Your path of revenge will not be without challenge. Dozens of battles lie ahead of you. At the end of each fight, you have the chance to loot a body or part of target of your target. You will also find shops, place to upgrade and even treasure on the way. Let's you another weapon first. Enter the shop to spend the scrap you get at start. Okay, dann holen wir mal die erste Waffe oder was? Enter wir den Shop. Enter. Body parts and items have different values and rarities. Oh, das ist richtig oldschool. Each new body part grants you an active skill. Okay. Here you see your current loadout, body parts and items are very varied. Modifiers change changing your characters attributes. Okay. Okay, wir wollen aber erstmal. Kann ich jetzt nicht eine Waffe einfach kaufen? Was erwartet ihr jetzt von mir? Ach da. Okay, dann. Fight. Okay, soll ich einfach kämpfen? Okay. Fight. Die Musik ist schon stimmungsvoll. Aber ist das jetzt einfach so ein... Eliminiere ein Ziel. Gewinne ein Level, ohne Schaden zu nehmen. Okay. Upgrade. Los. Wir fighten. Mach doch mal einen Fight. Ist das ein Bug? Ich will doch nur kämpfen und schon geht's wieder los. Oh, die Frames sind aber auch. Also. Das war wahrscheinlich ein Bug. Okay, use the right stick to aim. Ah, das ist so ein bisschen Twin-Stick-Shooter, hm? Oh, dafür bin ich ja eigentlich immer zu blöd. Aber der Typ sah doch eben ganz anders aus, gegen den ich kämpfen wollte. Habe ich eigentlich unendlich Munition? Das wäre... oh, das ist ja nicht meine Welt, Twin-Stick-Shooter. Oh, au, ab, mein Junge. Ey, das ist ja voll unfair. Ich komme alleine in den Fight und der bringt hier noch Haustiere mit oder was? Jetzt kommt noch nur angeflogen hier. Ja, genau. Ja. Ja, you failed. Und der Titel meiner Biografie. Stirbt zum ersten Mal. Ich hatte es eigentlich nie vor. Geh ich wieder in den Shop? Hm.
Ah ja gut, da bilden sie die Haustierchen ein bisschen mit ab im Hintergrund, aber... Oh, das ist aber schon fies, oder? Also wer auf Twin-Stick-Shooter steht, für den könnte das was sein. Da fliegen sie wieder. Jo, kommt mit einem halben Zoo hier an, ey. Ehrlich. Ey, Leute. Also grafisch hat das durchaus seinen Reiz. Die Framerate ist stabil. Aber... Was ist das denn hier? Ja, toll. Energie ist das. Ich brauche Lebensenergie. Ja, ist wieder auch ein halber Zoo. Oh, diese Twin-Stick-Dinger. Ich habe immer ein Problem mit den. Immer dahin zu ballern, wo ich gucke oder nicht gucke. Ah, ich stehe am Rand. Oh. Hm. Also, ja. Geh wieder in den Shop. Oh, komm, dann nehmen wir wieder einen neuen Blaster und dann versuchen wir es nochmal weiter. So, jetzt kämpfe ich hier so gegen so einen Kapuzenmann da. Viele jubeln ja auf Indies, aber ich bin nicht der größte Indie-Fan. Es gibt immer so ein paar herausragende Perlen à la Stardew Valley, Terraria oder Minecraft damals. Aber es ist auch eine Menge Schrott dabei. Und ich weiß nicht, was ich von dem Spiel gerade erhalten soll. Zwei Waffen? Oh, cool. Ah. Jo, leck mich fett. Jo, jo, leck mich doch am Hintern. Ja, genau. Komm hier mit der ganzen Familie. Jo. Dann gehen wir wieder in den Shop. So. Das ist auch so eine Hackfresse, ey. Das Spiel ist scheiße. Sorry. Anderes Wort fällt mir nie ein. Ich meine, mit solchen Rezensionen kann ich es mir auf den Anbieter, mit denen ich da Marquis bekomme und anfrage, auch durchaus verscherzen. Aber es bringt mir nichts, ein Spiel zu spielen, was einfach Käse ist. Ja, dann kommen sie. Dann kommt. Oh ja, dann noch von hinten. Ey, vor allen Dingen, ey, warum, was soll das? Da kommt der Gegner mit einer Horde Haustiere und ich stehe hier ganz alleine. Kann ja selber zusehen. Und dann immer wieder von hinten, weißt du? Das ist doch Käse. Ich habe schon 100 Gegner vernichtet. Ja, das ist ja... Das ist auch, hier, der Riesenlorch hier. Jo, der verliert ja gar keine Energie. Der. Na gut, dafür ist er lahmarschig, aber. Ich finde das halt Käse. Ich dachte, das wird mal so ein richtig hartes Gefecht gegen so einzelne Typen oder so. Aber dass er hier seine ganzen Minions mitbringt, das stört mich doch schon mal peripher. Hey, ollen Sackratten da. Was das ist, keine Ahnung. Oh, noch so ein Lorch. Wenn ich jetzt wieder runtergehe, kommt bestimmt wieder einer von hinten.
Nee, auch nicht. Also, wie gesagt, wenn man diesen Genre etwas abgewinnen kann, mit so Twin Stick und so, ich bin da zu sehr, also erstmal will ich den da machen, ne? Immer erst in die Kleinen ran. Ja, wieso steht der Leuchter hinter einer Kiste und kommt nicht voran? Aber ein bisschen stupide ist das schon, oder? Aha. Ja, dann immer, sowas hat sich ja, so Spawning, ne? Dass sie dann einfach immer irgendwo rausgeschossen kommen und dann von hinten, von oben, von allen Seiten. Man, das kenne ich sonst nur vom Finanzamt. Dass sie sich überrennen. Ja klar, ich meine, ja, manche würden sagen, ja, warum müssen wir auf Dauerfeuer, wenn du es gerade nicht brauchst. Und auch sowas hier. Das ist noch so Bomben abgeworfen werden. Das ist doch alles nicht schön. Ja, vielleicht meckere ich, aber so langsam macht Spaß, aber... Aber hier so stupides Drauffeuern aus so einem schleichenden Lurch. Ja, Lurchi ist tot. Irgendwas stimmt mit Lurchi nicht. Wieder von hinten, von allen Seiten. Ja, so langsam macht Spaß, muss ich doch sagen. Oh, guck mal, der hat wenigstens so coole Rasterlocken da oder so da oben. Es kommt um. Und er will ihn von hinten noch besteigen. Oh ja, soll ich das Pärchen jetzt stören oder nicht? Na komm. Coitus interruptus machen wir da einfach. Tut mir leid, Kollege, aber... Ich traue euch nicht beim Liebesakt. Ja. Da kommen sie wieder. Ey, sag mal. Der hängt mir am Bein. Man darf auch nicht zu weit vorpreschen, das merke ich gerade wieder. Das hat es mir echt ja, hier noch mal so ein Krustenkrieg. Ja, wir nehmen alles. Aber ich muss es doch jetzt mal langsam hier irgendwie. Jetzt kommen sie. Oh Gott, wieso geht meine Energie so flöten? Was ist hier los? Wieso? Ich bin vergiftet worden, so eine Scheiße. Oh nein, ich werde sich packen wieder einmal. Oh. Ja, es hat zum Schluss ein bisschen Spaß gemacht, aber meine Welt ist es trotzdem nicht. Wie komme ich jetzt hier raus aus der Grütze? Gar nicht. Ja. Dear Players, thank you for playing Scrap Age. Ja, Scrap Age. Option, die Grafikoption haben wir reingeholt. Screen Shakes, UI Scale. Ja, UI Scale. Ist jetzt auch auf Deutsch gegeben. Ja, mein Gott. Aber wir sind bei den Grafikeinstellungen bei Ultra. Laden. Ensor Shop einsetzen können. Das ist wieder so 1:1 übersetzen. Und hier wieder Thrasher. Ja, also wer so aus Twin Stick Spiele
geht im postapokalyptischen Genre oder Setting. Dem wünsche ich viel Spaß mit dem Spiel. Meins ist es definitiv nicht. Ansonsten, ich lasse mich noch mal kurz gucken, was der Spaß denn dann kosten soll. Bin ja wieder bestens vorbereitet. Ist noch kein Preis angegeben. 25. Februar erscheint es. Also wenn dieses Video online ist, werdet ihr selber schauen müssen. Ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung zum Spiel. Ich habe das Video ein bisschen früher aufgenommen. Man kennt mich ja. Also Freunde, ich melde mich wieder ab. Once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab unter Deck.